Hallihallo, mein Lieben, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Und wir wollen jetzt mal reinschauen hier. Und zwar gucken wir heute in den 16.7. rein. Jetzt musste ich erst mal überlegen, welchen wir heute haben. Wir haben den 16.7. Und da gucken wir mal, was ich denn heute in der Tagesenergie zeigen möchte. Ich möchte mich auch wieder für eure lieben Kommentare und eure Likes natürlich danken hier, ne, von ganzem, ganzem Herzen. Und begrüße natürlich auch alle neuen Abonnenten. So, und ich habe heute auch ein ganz großes Ereignis vor mir, heute Nachmittag. Oh, ich bin schon ganz aufgewühlt und alles. Also vielleicht erzähle ich euch das ja mal morgen. Heute noch nicht, ne, weil ich kann es gerade noch nicht erzählen. Und vielleicht erzähle ich euch das ja dann morgen im Tagesorakel, wenn alles gut geht. Und drückt mir da echt die Daumen und schickt mir mal ein bisschen Kraft und Energie heute. Ich weiß, ich habe die Kraft selber, aber irgendwie, ich bin so richtig hippelig schon. Und ich hoffe, mal gucken, was die Karten jetzt so sagen. Ich sitze ja hier auch mit im Kollektiv, ne? Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal rein. Meine eigenen Freya Orakel und Wegweiserkarten, die kriegt ihr auch bei mir auf der Webseite. Wer die natürlich haben möchte, die sehen so aus. Na, in dieser Box. Und ich würde sagen, starten wir mal. Was kommt denn heute aufs Kollektiv den 16.7. zu? Was kommt heute den 16.7.? Boah, das ist sehr viel, was sich heute zeigt. Und da kommt der Krankenwagen. Oh nein. Okay, als allererstes kommt hier eine Transformation, ne, auf uns zu heute. Dann geht etwas voran, eine Sache wird vorangehen. Jemand schlägt hier auf jeden Fall in dein Leben rein und dann geht es hier dann geht es hier volle Kraft voraus und die Antwort liegt natürlich auch in dir. Okay, das ist jetzt erstmal so eine Gesamtbotschaft. Ne? Heute geschieht etwas, heute kommt eine Transformation in eine Sache rein, etwas geht voran. Jemand schlägt in dein Leben wie so ein Blitz, also könnte plötzlich vor dir stehen. Und dann geht hier etwas volle Kraft voraus und die Antwort liegt dann in dir, ne, was du damit machst. So, die Lektion deiner Seele, was sagen die heute? Es geht in allererstens heute um deinen eigenen Lebenssinn, ne? Dass du weißt, wozu du überhaupt hier bist. Dann geht es um Beziehungen, dass du dich zu Menschen hingezogen fühlst, die das Beste in dir herausholen, das Beste in dir fördern. Und es geht heute auch um die Liebe, dich einfach mal darin zu üben, das Gute in allem zu sehen und auch umzusetzen, ne? Okay, was wird heute generell noch gesagt? 16.7. Was kommt am 16.7. heute auf das Kollektiv zu? Lasse mich überraschen. Okay, wir haben hier gleich so viele Botschaften. Okay, dann fangen wir mal an. Oh, hier ist etwas zu Ende, ein Tod. Das ist ja schon wieder eine Botschaft, meine Güte. Okay, etwas geht zu Ende. Na, und zwar diese Konflikte, ne, diese Gedanken, diese konfliktbehafteten Gedanken. Sagen wir es mal so, vielleicht geht es hier um eine Angst, ne, die man hat oder um irgendwelche Themen, die einen innerlich so belastet und man schaut jetzt hier wirklich auf seine Wünsche. Ich sehe nämlich, dass hier noch irgendeine Stagnation ist und ein Mangel. Ne? Also hier ist noch in irgendeiner Sache ein Mangel. So, und ich möchte jetzt mal ganz genau wissen mit dem Ende. Okay, das ist schon mal gut. Der Kummer geht auf jeden Fall heute raus. Der findet zu einem natürlichen Ende. Dann sehen wir hier, der ein oder andere Konflikt ist ja auf jeden Fall innerlich noch da bei dir. Ne? Aber der wird jetzt langsam immer mehr und mehr rausgehen, weil du hier langsam in die Richtung deiner Wünsche gehst, deiner Ziele, ne? Was du dir erhoffst auch. Aber hier ist halt noch eine Stagnation und diese Stagnation bringt halt immer noch irgendwie so einen Mangel, ne? Und das kann mit einem Schmerz zu tun haben. Die drei der Schwerter, das ist ja ein Schmerz, ein Kummer, das ist eine Verletzung, ne? Und hier ist aber eine Chance auf Kommunikation, vielleicht auch über diesen Schmerz, über diesen Kummer, den man hier hat, irgendwie zu reden, ja? Und das kriege ich heute so rein. Ich habe hier noch am unteren Kartendeck den Eremit. Vielleicht zieht man sich hier wirklich von etwas zurück.
Ja, aber ich sehe, dass hier auch etwas zusammenbricht. In diesem Rückzug bricht hier etwas zusammen und dann kann ein Neuanfang geschehen. Dann kann das Neue hier wirklich auf dich zukommen, wenn das hier durchgebrochen ist. Also hier ist irgendwie in einer Sache heute ein Durchbruch zu sehen. Ne, das kann hier wirklich in der Liebe sein, weil wir hier Kelchenergie haben. Das kann hier aber auch mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken zu tun haben, mit einer Situation, die hier im Mangel ist. So, wenn es jetzt wirklich, sagen wir mal jetzt wirklich, das ist in der Liebe und da war die ganze Zeit ein Rückzug oder man hat sich hier zurückgezogen, dann kann heute ein Durchbruch geschehen, dann kann hier dieser Kummer auf jeden Fall rausgehen und auch diese Konflikte, ne, die man hier innerlich hat, kann man in Wünsche verwandeln, ne, dass man guckt, okay, was ist hier jetzt möglich überhaupt, was kann ich jetzt hier auswählen, hier ist noch eine Stagnation, ne, man ist hier noch so ein bisschen in einer Situation auf den Kopf gestellt in der Liebe und da ist auch noch ein Mangel, weil man hier noch verletzt ist, aber es bietet sich zudem eine Chance auf Kommunikation, ne, zu reden. So, arbeitsmäßig sehe ich hier auch, dass hier dieser Kummer langsam rausgehen wird. Vielleicht hattest du hier Konflikte oder könntest du Konflikte mit den Kollegen haben oder gehabt haben, die dich innerlich so ein bisschen belastet haben, vielleicht auch deine eigenen Gedanken arbeitsmäßig, aber hier sehe ich, dass du jetzt wirklich immer mehr an deine Wünsche denkst, ne? Und zwar wählst du wirklich die Wünsche aus, die für dich halt wirklich gut sind, die dir etwas Gutes geben. Und aber irgendeine Situation ist halt immer noch im Mangel, ne? Und stagniert. Das kann mit der Gesundheit zu tun haben, das kann aber auch mit dem Beruflichen generell zu tun haben. Und da ist ein Kummer und eine Verletzung noch so ein Stück weit, ne? Aber man kann hier über diese Stagnation kann man auf jeden Fall miteinander reden, ne? Okay, was zeigt sich heute noch am 16.07. für das Kollektiv? Hat hier wahrscheinlich wirklich mit einer männlichen Person zu tun oder mit einem Gegenüber, ne? Da ist hier irgendein Verlust oder irgendwas, was einen belastet und an einem nagt. Ja, vielleicht gibt es aber auch so ein großes Problem und da liegt halt eine Blockade drauf. Auf irgendwas liegt eine Blockade. Was ist das? Aha, nämlich auf der Kommunikation. Ich möchte mal wissen, was ist das hier für ein Problem? Was nagt hier? Okay, es nagt hier noch so ein bisschen am Glück. Und was ist hier mit dem Berg? Okay, es geht um die Sicherheit. Hier ist etwas blockiert wegen der Sicherheit. Alles klar. Also, mir zeigen sich heute hier Wünsche und Hoffnungen an. Vielleicht hast du hier einen bestimmten Wunsch. Vielleicht geht es hier um etwas, was man festhält, gefühlsmäßig. Und da muss eine Entscheidung getroffen werden, ne, in dieser Angelegenheit, weil man hofft hier schon noch auf etwas. Und es geht hier um ein Gegenüber. Ne, entweder ist es bei diesem Gegenüber so, dass dieses Gegenüber Stress hat und gerade hier so ein paar nervliche Probleme auch hat, ne, dass hier irgendwie große Probleme gerade da sind, aber man versucht hier langsam, ne, wieder ins Glück reinzukommen, aber irgendwie blockiert hier noch jemand. Entweder blockiert hier wirklich diese Person die Kommunikation und schaut auf die Sicherheit. Man hat nämlich wahrscheinlich, vielleicht hat dieser Mensch Angst um seine Sicherheit oder Angst um Familie oder was auch immer um irgendwelche privaten Sachen, ne? Und da geht es hier darum, dass man die Kommunikation ja noch so ein bisschen blockiert, ne? In einer Angelegenheit. Oder vielleicht ist es aber auch bei dir so, dass du hier wirklich auf einen Verlust mit einer männlichen Person schaust oder mit einer weiblichen, wie auch immer, ne? Dass du hier auf einen Verlust schaust, hier nagt etwas, ne? Hier macht etwas Probleme, es fühlt sich gerade nicht so toll an. Man hofft natürlich auch, dass sich das ändert, ne? Dass hier irgendwie Kommunikation wieder kommt, damit man sich hier wieder auch sicher fühlen kann. Ne? Ja, und ich bin mal so frech und frag mal, ob denn da noch was kommt, ob sich denn die Kommunikation löst, ob sich die Blockade denn hier, ob sich das lösen tut, ne, wo hier blockiert ist. Also, was ist mit dieser Blockade? Wird die sich lösen? Vielleicht geht es hier wirklich um einen Wunsch, den man hat, und da blockiert aber noch jemand so ein bisschen. Ja, also man wünscht sich hier wirklich,
eine Verankerung. Man wünscht sich hier wirklich was Stabiles, ne? Etwas Stabiles, dass man dran arbeitet. Und es kann aber auch mit den Sternen ein Wunsch hier in Erfüllung gehen, ne? Dass etwas wirklich in die Stabilität hier kommt, ja? Okay, das ist ja schon mal gut, ne? Wenn wir das hier so sehen. Und guck mal, hier ist noch die Herzheilung, ne? Also hier wird auch, man heilt hier auf jeden Fall von etwas, ja? Also vielleicht blockiert hier gerade jemand in deinem Leben irgendeine Kommunikation, irgendeinen Mensch, der gerade in deinem Leben ist. Man hofft natürlich, dass sich die Blockade hier lösen tut, damit das wieder sicher wird. Aber ich habe hier schon so drinnen, ne, dass es hier, dass man hier wieder davon heilt und ja, dass hier wieder Stabilität einkehren tut. Na? So, arbeitsmäßig sehe ich hier, dass hier auch noch etwas nagt, das kann mit einer anderen Person noch zu tun haben. Da ist irgendetwas Belastendes. Ne, man hofft natürlich auch hier, dass da wieder ein kleines Glück reinkommt mit einem Menschen. Aber irgendwie blockiert vielleicht auch bei einem Menschen oder vielleicht bei dir etwas die Sicherheit. Ja, da liegt irgendwie so eine Hürde auf deiner Sicherheit. Ne, und darüber redet man hier auch nochmal. Und ich sehe hier aber trotz alledem, ne, dass hier das Wachstum reinkommt. Hier kommt die Heilung rein in diese Sache. Und man hat dann hier den Wunsch oder die Hoffnung, dass es hier alles stabil bleibt, alles stabil wird, ne, in der Angelegenheit, was ich heute hier zeige. Also ich muss jetzt mal so überlegen, ob das heute mit mir zu tun hat, ein bisschen vielleicht. Ne? Okay, es kann sich ja noch zeigen. Manchmal guckt man das Orakel dann früh oder hört sich das nochmal an, ne, und dann denkt man, hat vielleicht nichts mit mir zu tun, und im Laufe des Tages zeigt sich dann hier, ne, dass hier wirklich noch irgendwo eine Blockade drauf liegt oder drauf lag, ne, auf einer Situation. Also ich bin gespannt, ne, was sich heute hier noch zeigen wird. So, meine Lieben, wo haben wir die Engel und Ahne? Wo haben die sich denn wieder mal versteckt? Nirgends. Okay. Dann wollen die nicht mit, ne, dann wollen die heute hier nichts sagen. Dann würde ich jetzt einfach mal das Soulmaster Orakel nehmen von Maxim Mankiewicz. Und da mal gucken, was da noch für ein Tipp gesagt wird. So, bitte ein Tipp. Okay, wir haben zwei. Und die erste Karte, das ist die Nummer 34. Eine Entscheidung steht an. Du kannst zwar nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie sie endet. Okay, hier geht wahrscheinlich eine Reise zu Ende. Vielleicht eine wirkliche Reise oder eine weltliche Reise oder irgendeine Situation, ne? Wo du halt wirklich, wo deine Entscheidung hier nötig ist. Und dann ist die Nummer 2. Komm zur Ruhe. Die Stille ist die notwendige Bedingung für deine Intuition. Mach dir bewusst, dass die schönsten Gedichte, Gemälde und Songs alle ihren Ursprung in der Stille haben. Ja, also du sollst dir wirklich auch so ein bisschen heute auf deine Intuition achten, was die dir sagt. Ja, was du hier wirklich für Wünsche hast und wo du vielleicht auch hin möchtest im Leben. Na? Ja, interessante Energie, die sich heute mal wieder zeigt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fragen mal die Runen, was die heute zu sagen haben. So, welche Rune begleitet uns denn heute hier durch den Tag? Und da habe ich sie. Ja, volle Kraft voraus, würde ich sagen, so wie es hier oben liegt. Ne? Die Tiva ist das, die Wolfsrune, dem Gott Tier zugeordnet. Das ist ein Kriegsgott. Und das ist auch hier der Speer, der einfach ins Ziel fliegen soll. Also du kannst dich ja auch in dein Ziel machen. Ne? Also du hast hier wirklich den Willen, die Stärke an deiner Seite, deinem Ziel auch näher zu kommen und das Ziel zu erreichen. Ne? Also geh hier voran, es lohnt sich. Ne? So, mein Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Dienstag und von mir gibt's heute kein Orakel mehr heute Nachmittag, ne? Aber die Mitglieder im Mitgliederbereich bei mir, die natürlich auch jeden Monat dann das Abo haben, ihr bekommt auf jeden Fall heute noch ein großes Kartenblatt und da könnt ihr gerne mal reinschauen, ne, was da in der Liebe, beruflich, finanziell in der nächsten Zeit oder generell auf euch dann zukommt. Wenn du jetzt gerne ein Mitglied werden möchtest in meinem Mitgliederbereich, ich glaube für 2,99 oder 3,99 im Monat,
Ne? Ich werde dann meistens Erweiterungen oder jeden Dienstag kommt dann entweder die Kaffeetasse oder ein großes Kartenblatt rein für die nächste Zeit. Ja, da musst du einfach nur auf meine Startseite gehen, einfach auf Mitglied werden drücken und dann bist du mit dabei. Und du hast aber auch die Möglichkeit, jeden Monat wieder rauszugehen. Also es ist kein Abo, was ich ständig verlängern muss. Ne? Du entscheidest dann selber, ob du dann dabei bleibst oder ob du dann wieder das Abo kündigen tust. So. Und für alle anderen, die meinen Kanal gerne abonnieren möchten, das Abo ist natürlich kostenlos. Also da müsst ihr nichts bezahlen, nur wenn ihr bei mir Mitglied werden möchtet. Ne? Genau, aber ich danke euch natürlich trotz alledem und herzlich für eure Unterstützung und würde mich natürlich auch über ein Like freuen oder wenn du natürlich auch möchtest, über einen Kommentar. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe und wir hören uns hier am Mittwochmorgen wieder. Na, ciao!